Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Alundra. Hallo. Ja, im letzten Part haben wir hier mit einigen Gymnastikübungen diese Kiste gefunden und einen merkwürdigen Schlüssel. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diesen die merkwürdige Tür dazu finden. Es kann ja auch sein, dass wir schon mal eine Tür gefunden haben. Was war mit diesem Schalter hier nochmal? Den haben wir schon, den haben wir schon betätigt. Der hatte die eine Tür geöffnet, die nach unten geht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, hier glaube ich nicht mehr. Gehen wir erst nochmal zu Septimus. Oh ja, Septimus. Guter alter Septimus. Mal schauen, ob du am Ende ins Gras beißen tust. Töten tust. Das ist Septimus, der kann nicht sterben. Er steht woanders, also hat er bestimmt auch was Neues zu sagen. Na. Schau hier, das sieht aus wie eine Art Schlüsselloch, das ich gerade eben gefunden habe. Jetzt, wo du den Schlüssel hast, wie passend, aber irgendwie ungewöhnlich. Okay, jetzt ist aber etwas... Ah, jetzt. Hatte gerade Standbild. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wie sieht da wohl der Schlüssel aus? Standbild, ja, okay, wenn es sich nicht wieder einkriegt, sagt Bescheid. Also momentan geht's gleich wieder. So, sorry, bitte. So, gut. Ah, Ronan hat den Schlüssel sicher hier irgendwo versteckt. Wir müssen ihn finden. Was, du hast ihn schon? Nun, waren deine Nachforschungen von Erfolg gekrönt, Alundra? Alundra übergibt den merkwürdigen Schlüssel. Yay! Es scheint zu passen, Alundra. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Drehen wir es und sehen, was passiert. Noch einer, der nach Dresden will. Ace hat sich bewegt. Bei den Göttern, Alundra. Sieh nur, eine versteckte Treppe. Oh mein Gott. Ich wette 100 Gulden, dass Ronan sie nicht nur kennt, sondern auch benutzt. Aber für was? 100 Gulden, her damit, mein Freund. Aber na gut, wahrscheinlich hat er recht. Aber wenn Ronan unten ist, wie kam dann der Schlüssel in die Kiste? Jemand muss sie abgesperrt haben. Tja, das sind so die Fragen eines Videospiels, tja, die sich in der Regel wenig schlüssig erklären lassen, mit Betonung auf schlüssig. Das war einfach der Zweitschlüssel für einen Notfall. Ach, da ist er ja. Hallo Ronan! Das ist, glaube ich, auch generell irgendwie finsterer als vorher, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Götterstatue zum Anbeten. Nein, zum Anmalen, mein Herr. Der König hat doch verboten. Und du brichst das Gesetz? Warum, Ronan? Warum? Seit die Götter nicht mehr sichtbar sind, wurden sie von der sündigen Menschheit einfach vergessen. Nur in Notfällen haben wir zu ihnen gebetet. Deshalb sind die Götter jetzt verärgert. Ich bin ein treuer Diener der Götter. Ich verehre sie weiterhin. Ich habe gegen dieses Gesetz verstoßen, seit es erlassen wurde. Das habe ich nie verborgen. Die meisten hier wissen es. Meinst du, dass du die Götter zornig sind, Ronan? Sie sind, sind sie der Grund für unsere Albträume? Die Einzige, die gesagt hat, dass die Albträume das Werk des Bösen sind, war Maya. Oder warst du es, Alundra? Wer, wir? Nö! Ich verstehe das nicht. Warum quälen und ermorden uns die Götter, die uns geschaffen haben? Tja. Weil Nudelsuppe.
Weil es so im Skript fürs Spiel stand. Die genau. Götter sind nämlich eigentlich die Entwickler, aber das wollen wir denen ja nicht sagen, ne? Ganz genau. Weil wir sie betrogen haben, Septimus. Seit dem dummen Gesetz des Königs haben wir unsere kreativen Fähigkeiten verloren. Deshalb haben wir gelernt, unsere Träume zu kontrollieren und zu manipulieren. Wir suchten das Glück in uns selbst, in unserem Ich. Verstehst du nicht? Es ist nicht die Schuld der Götter. Es ist unsere eigene. Also dafür, dass ihr eure eigenen Träume manipulieren könnt, seid ihr relativ hilflos in euren Albträumen. Na egal. Ja. Lass uns gehen, Alandra. Mit diesem Fanatiker zu reden, ist Zeitverschwendung. Warum waren wir eigentlich hier? Ronan, wir werden den Kampf gegen das Böse fortsetzen, das uns befallen hat. Auch wenn wir gegen die unbarmherzigen Götter selbst kämpfen. Denn ein Gott ohne Erbarmen ist ein Dämon. Oh, wirklich? Da werden die Götter aber vor Angst zittern vor deinem Zorn, Septimus. Dum, dum, dum. Jo. Also auf gegen die Götter. Ach, warum denn nicht? Und wir pennen einfach so im Bett. Ohne Zweifel, das war ein Porträt von Melzers im Keller der heiligen Stätte. Ist Ronan wirklich der Einzige, der ihn angebetet hat? Oder haben es auch noch andere Dorfbewohner getan? Könnte natürlich... Kikiriki! Ja, sehr schön. Und da... ist es wieder... Irgendwer hämmert da ziemlich stark. Das wird wohl bestimmt unser Freund sein. Vielleicht kriegen wir ein neues Spielzeug. Vielleicht. Wir speichern erstmal. So muss das sein. So, dann überprüft man nicht so lange, mein Freund. Dann werden wir hier Giles Rettung. Da werden wir überspeichern. Wer braucht schon Giles? Genau. Geschichte erfolgreich gespeichert. So. Wo bist du, mein Freund? Unten wahrscheinlich. Schauen wir mal. Kuckuck. Da kommt er auch schon angerannt. Alandra, heute Morgen wollten meine Hände unbedingt etwas schaffen. Ich bin in die Werkstatt gerannt und habe das hier gemacht. Fast ohne darüber nachzudenken. Den Handschuh der Macht erhalten. Oh yeah! Das klingt gut. Jetzt können wir schwere Steine heben. Gar nicht Zelda-like. Yay! Das könnte sein, ja. Mal schauen. Dann wurde mir klar, dass wieder einer aus dem Dorf gestorben sein muss. Bitte sag mir, dass alle noch leben, Alandra. Bitte. Alandra, es ist furchtbar. Sibyl ist tot. Sie wurde kaltblütig ermordet. Was? Nein. Oh, nein. Lauf schnell zu ihrem Haus. Vielleicht kannst du einen Hinweis finden, wie sie ermordet wurde. Okay. Mir fällt gerade was auf. Immer, wenn er etwas schmiedet für uns, stirbt eine Person. Er ist schuld, dass alle sterben. Naja, das hat er ja auch selber gesagt. Weil immer dann überkommt ihn das. So, was kann denn der Handschuh? Krafthandschuh. Hebt schwere Gegenstände, ja. Düppidö, wer hat's gewusst? 10 Gulden in meine Kasse. Sehr gut. Ja, dann, würde ich sagen, Sibyls Haus. Oh Gott, ja. Frag mich mal, welches das war. Wahrscheinlich. Welches war's denn? Ja, keine Ahnung. Einfach mal gucken. Letzte Nacht habe ich gesehen, wie mein Bruder heimlich das Haus verließ.
Wohin ging er und warum hat er mir nichts gesagt? Es gibt keinen Sinn, Alandra. Es gibt keinen Sinn. Weil er dich hasst. Weil er Sibyl ermordet hat. Nein, weil er Zigaretten holen muss. Ach so, er ging Zigaretten holen und kam nie wieder, ne? Genau wie Papi. Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht näher beleuchten. Wir haben ja einen Anhaltspunkt. Fast jedes Haus ist ja verschlossen. Also können wir nur sowieso nur die Häuser in... Das war der Shop, glaube ich, hier, ne? Ich glaube ja. Das kommen sonst sowieso nur die Häuser in Frage. Ach nee, es war der Schmied. Ach nee, das war unser Haus hier, genau. Ja, ich sag schon, unser Haus gehört ja Jess. Nicht uns, aber... Gut, ja, wo... Gucken wir mal, wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt das Haus von Sibyl? Das ist es nicht. Das ist es logischerweise auch nicht. Wenn man mal so ein... Aha, hier wahrscheinlich. Hallo. Bitteschön, deine. Okay. Du willst mit Maya sprechen? Mein Liebling schläft gerade und möchte nicht gestört werden. Bitte geh wieder. Okay. Also war das auch nicht... Sibyls Haus. Oh, puh. Hier waren wir doch schon. Das war doch das von, ja, der Tante hier. Haben wir nicht jetzt schon alle Häuser gesehen? Weiter oben? Ich hab keine Ahnung. Auch zu... Das ist das... Und da geht's wieder raus. Mann, jetzt sind wir schon so lange in diesem Dorf und hab immer noch keine Orientierung, wo das verdammte Haus von irgendwem ist. So geht's mir in meiner Heimatstadt auch immer. Ja. Stimmt, mir auch. Also wir sind, vollkommen orientierungsunwürdig. Lost in Enoa. Ja. Oder in Translation. Ja, das sage ich mir dann bei meinem anderen Projekt. Da war ja was. Ja, okay. Keine Ahnung. Dann werde ich jetzt was anderes noch kurz ausprobieren. Aber offscreen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Haus gefunden habe. Oder falls es noch was anderes zu sehen gibt. Wir melden uns dann wieder. Bis gleich. Hallo, Freunde. Ja, wir sind nochmal kurz rausgegangen. Weil ich nochmal spazieren. Was kontrollieren wollte. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diese Baumstämme hier mit dem Handschuh erledigen können. Ja, du musst jetzt den Knopf benutzen, mit dem du eigentlich Bomben legst. Das ist doch der Se... Ach, nee. Nee. B. Doch. Aber tut sich nichts, dann... Nee. Warte mal. Das ist doch der Knopf, mit dem ich Bomben lege, genau. Schwere Gegenstände. Komisch. Ja. Krafthandschuh. Ist aber ein doofer Krafthandschuh, wenn er nicht mal Bäume ausreißen kann. Tja, keine Ahnung. Na gut, dann... Schauen wir weiter nach Sibyls... Haus. Hoffentlich finden wir es mal. Ja, die Riverside Bar.
Gut, Freunde, wie gesagt, wenn wir sie gefunden haben, melden wir uns wieder. Bis gleich nochmal. Ja, hier. Dieses komische Teil können wir jetzt hier. Bums. Aber was bringt uns das? Kamen wir vorher hier noch nicht her, ne? Oder? Ich glaube, entweder das oder es ist eine... Oh! Hier liegt das legendäre Schwert des Schneekönigs. Wer versucht, dieses Siegel zu brechen, wird... Den Rest kann man nicht lesen. Okay, das versuchen wir jetzt mal. Das will ich haben! Okay, wir kommen zumindest hin. Mal schauen. Du, dein Text. Okay. Ich war bekannt als der Schneekönig, als legendärer Schwertkämpfer, legendärer Schwertschmied und legendärer was auch immer. Das Spiel nimmt sich mittlerweile schon selber auf den Arm. Warum hast du mich gerufen? Ha, du willst mein legendäres Schwert. Da hast du es. Es wurde aus den edelsten Metallen geschmiedet und ihm widersteht nichts, was von Menschenhand geschaffen wurde. Allerdings bezweifle ich, dass du es wert bist, diese Waffe zu tragen. Ich piekste gleich in den Hintern, gib her. Aber das überrascht mich nicht. Niemand besitzt die Fähigkeiten, die meiner Waffe wert sind. Alter Angeber. Ja. Am Ende ist es billiger China-Stahl. Du scheinst ein guter Schwertkämpfer zu sein. Vielleicht brauchst du meine Waffe gar nicht. Na super, erst heiß machen und dann wieder. Ja, das war's. Mann. Da, 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 da. Okay. Ja, gut. Keine Ahnung, vielleicht kriegt man sie später. Was ist das? Kommen wir hier hin irgendwie? Solche riesigen Teile kann man da aus dem Weg räumen, aber das solche billigen Holzstümpfe nicht. Ah, okay, nee, die gehen natürlich immer noch nicht. Gut, Leute, jetzt werden wir uns aber definitiv wieder melden, wenn wir Sibyls Haus gefunden haben. Bis gleich. Da sind wir wieder, Freunde. Und wir, ja, haben es jetzt. Muss allerdings sagen, durch die Sucherei habe ich dann doch mal nachgeguckt, kurz wo das Haus ist. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh. Diese Treppe, warum sind wir die vorhin nicht gegangen? Wir sind doch überall mal lang gegangen, ich verstehe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und hier ist das Haus, was wir gesucht haben. Mit Zimbel. Aha, hello? Hallo. Das Begräbnis ist vorbei. Aber viele sind immer noch auf dem Friedhof, um zu trauern. Aha. Alandra, hast du gehört? Es gibt Gerüchte, dass Sibyl nicht durch einen Albtraum gestorben ist, wie die anderen. Sie wurde im Schlaf ermordet. Einer aus unserem Dorf, ein kaltblütiger Mörder. Wird dir dann wohl der Gärtner sein? Oder der Butler? Oh ja. Ich habe Angst, Alandra. Tja, dann werden wir wohl mal zum Friedhof gehen müssen. Wahrscheinlich, ja. So, und hier gibt's nämlich auch, das liegt auch genau hier in so einem Ding, da kommt man noch nicht anderweitig raus, da gibt's nur einen Eingang. Deswegen haben wir das wahrscheinlich auch nicht so schnell gefunden. Kann gut sein. Aber das ist ja das typische Dreamy und Golofer. Ihr kennt das ja. Stellen sich manchmal beide ein bisschen doof an. So. Der Friedhof ist hier. Ah ja, da sind sie ja auch alle. Hallo, mein Freund. Guten Tag. Sibyl hat dir schon vertraut, lange bevor wir wussten, was los ist. Du solltest deshalb für sie beten. Joa, kein Thema. Können wir machen. Erstmal den hier. Hast du mit Fein gesprochen? Wer aus dem Dorf könnte so grausam sein, ein unschuldiges Mädchen zu töten?
Ja, sie war ja auch ein Mädchen, ne? Also keine Frau, sondern... Was kommt jetzt? Sibyl, Liebling. Sibyl, wo bist du? Zeigen sie uns jetzt, wie sie gefunden wurde, oder? Keine Ahnung. Ah, Sibyl. Sie ist tot. Ronan. Ja, das wollte ich eben schon sagen. Das war bestimmt der verrückte Ronan. So, was sagst du? Deiner. Ach so. Menschen können unbeschreiblich schöne Dinge schaffen. Okay, es ist ein ziemlicher Hänger gerade. Ich übernehme mal. Genauso gut können sie auch die schrecklichsten Taten begehen. Gut. Ah, jetzt zuerst gekommen. Ich möchte niemanden mehr verlieren, den ich liebe, Alandra. Es soll wieder Frieden sein. Jo, kein Thema. Mal hier reingehen. Das erledigen wir doch mit links. Ach so, das kennen wir ja schon. Dazu brauchen wir Feuer, das wir noch nicht haben. Ja, gut. Richtig. Wie geht's jetzt hier weiter? Vielleicht. Ah, okay. Zurück zu Septimus? Keine Ahnung. Sibyl hat dir schon vertraut, das kennen wir doch schon. Lange bevor wir wussten, was los ist. Du solltest deshalb für sie beten, ja. Jetzt gehen sie alle wieder. Okay. Ja, nochmal zurück in ihr Haus. Wir sollten ja eigentlich nach Hinweisen suchen, ne? Habe ich eben ganz vergessen. Ach, da kommt ja auch schon Septimus. Immer noch so ein Hänger, oder? Jetzt ist sie gerade angekommen. Ich muss Maya etwas fragen, aber sie schläft schon. Ich glaube, ein Restart würde ganz gut tun, weil, Ja. Ich übernehme mal jetzt hier. Ich halte sie für eine Morgenmuffel, deshalb warte ich lieber. Warum war sie nur so lange auf letzte Nacht? Warte, wir könnten das herausfinden. Warum habe ich das vergessen? Alandra, wirst du in ihren Traum eindringen? Wir sollten endlich klären, ob sie Freund oder Feind ist. Feind ist niemals verkehrt. Sibyls Genick wurde wie ein Streichholz gebrochen. Ich will nicht glauben, dass einer von uns so etwas Scheußliches tun könnte. Die Dunkelheit versucht, sich innerhalb des Lichts zu verstecken. So ist es seit dem Anfang aller Zeit. Ah, wunderbar, jetzt hat sich's wieder beruhigt. Jetzt bin ich wieder up to date. So etwas hatte ich befürchtet. Oh, Alandra, danke, dass du ihr Freund bist. Warst, mein Fräulein, warst. Ich warte auf dich in Myras Haus. Lasset uns gehen. Und sie lassen uns alle allein. Okay, ja dann. Sibyl, mögen alle deine Träume schön sein. Tja, wer weiß, wie viele Grabsteine hier noch kommen. So, dann wollen wir mal in Myras Haus. Ja, wieder ein Haus, das wir finden müssen. Aber so viele bleiben ja jetzt nicht übrig hier. Naja, Mayas Haus, das war ja, glaube ich, das nee, da unten... Er hat jetzt gesagt Myras Haus, nicht Mayas Haus. Ach so, Myra. Ja, aber war es nicht die schon geschlafen hatte? Wo wir später nochmal kommen sollten?
Also jetzt runter und dann links das Haus? Ja, wo die Oma vorstand, ne? Ach, das ist... Kommt doch selber raus. Ja, okay. Du willst mit Maya sprechen? Mein Liebling schläft gerade und möchte nicht gestört werden. Bitte geh wieder. Ach, da ist Septimus. Okay, den müssen wir ansprechen. Ich werde Myra ablenken, damit du in Mayas Zimmer kommen kannst und ihren Traum entringen kannst. Beeile dich, bevor ich die Nerven verliere, Alandra. Guten Morgen, Myra. Haben Sie auch so gut geschlafen? Was willst du? Maya schläft. Komm später wieder. Myra, eigentlich wollte ich mit dir über Maya sprechen. Können wir uns irgendwohin zurückziehen? Achso, ich bin ja dran. Was? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es jetzt und hier. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Nein, nicht hier. Ich verspreche, es dauert nicht lange. Myra, komm mit. Und außerdem würde ich dich nicht darum bitten, wenn es nicht wirklich sehr, sehr wichtig wäre. Bitte? Gut, gut, ich komme mit dir. Aber was kannst du über Maya wissen, was ich nicht weiß? Schließlich wohne ich mit ihr zusammen. Kümmere mich um sie, nicht du. Aha, wollen sie mal wieder auf den Busch klopfen? Ja, ja. So, dann wollen wir mal. Und mal wieder alles. Ja, Moment. Wenn wir einen Traum einbringen, dann kommen wir wieder nicht mehr in die Wirklichkeit. Sind wir optimal vorbereitet? Wir haben 8 Kräuter. Okay, 9, aber auf eine können wir jetzt, glaube ich, verzichten. Wir haben Krafttrank, Stärkungselixier, Zaubertrank. Wundertrank haben wir nicht, aber... Ich glaube, den braucht es jetzt auch nicht so unbedingt. Es sind also eigentlich ganz gut vorbereitet. Was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? Ja, eine Menge kann schief gehen, oder? Vielleicht treffen wir wieder auf irgend so einen Höllenleichenwurm Dingensbummens. Oder einen Reptilicus Maximus. Und der ganze Baum- und Waldbestand ist weg. Und das ging schnell. Sup. Wer bist du? Du siehst nett aus. Bist du hergekommen, um mit mir zu spielen? Ich wette ja, was sollen wir zuerst spielen, hm? Ich weiß, fangen. Oh ja, fang's die. Okay, du musst. Kannst du mich fangen? Sehr lustige Lache. Ich will die Truhe, ich will dich gar nicht mehr, ja, ich will die Truhe. Ja, interessant, dass wir sie hier auch gleich selber sehen. Allerdings in einer jüngeren Version, ne? Kommt mir so vor. Deutlich jünger. Ja. Eher kindisch. Ja, vom Verhalten her auf jeden Fall. Aber der Traum sieht mal sehr nett aus hier, muss ich sagen. Jo, aber nichtsdestoweniger trotz werden wir uns mit diesem Traum ab dem nächsten Part beschäftigen, Freunde. Bis dahin sage ich schon mal ciao, bye bye. Und ja, achtet auf eure Träume in der Nacht. Oh yeah, sonst komme nämlich ich und dann habt ihr nichts mehr zu lachen.